Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4, einer neuen Mod-Vorstellung. Und heute tauchen wir ein bisschen ein in die Tiefen des unendlichen Meeres des Cheatens. Ja, wer hätte das gedacht, dass ich meine Cheat-Mod vorstelle, wird nicht die einzige sein. Es gibt viele verschiedene Cheat-Mods. Und diese Cheat-Mod ist ganz besonders, denn die könnt ihr jederzeit anwenden, wie eigentlich alle Cheat-Mods. Auch wenn ihr schon im Spiel seid, auch wenn ihr schon fast fertig seid mit dem Spiel, könnt ihr die Mod noch installieren. Ihr könnt sie auch problemlos wieder deinstallieren, das ist gar kein Problem. Heute geht es um die Modifier GUI Mod. Link wie in meiner Videobeschreibung. Und die Mod ist wirklich fantastisch. Also ich bin ganz großer Fan dieser Mod, auch wenn ich sie noch nicht benutzt habe. Also ich habe sie schon mal benutzt, aber nur um zu schauen, wie sie funktioniert. Und alles, was ihr machen müsst, ihr wählt quasi irgendein Spiel oder euren Spielstand. Ist ganz egal, nachdem ihr die Mod installiert habt. Und könnt das Ganze dann einfach mal starten. So, wenn ihr dann im Spiel angekommen seid, dann werdet ihr bestimmt auf der rechten Seite dieses kleine Kästchen hier sehen. Das heißt Modifier GUI. Das könnt ihr auch verschieben, je nachdem, wohin ihr wollt. Dafür müsst ihr nur auf dieses kleine Kästchen hier drücken. Ich sag mal, man möchte es mal dorthin haben. So, und dann klickt ihr einfach mal da drauf. Ne, hier drauf. So. Und dann seht ihr hier quasi das Hauptmenü dieser wunderschönen Mod. Und da seht ihr jetzt auch schon, was ihr alles einstellen könnt. Zum Beispiel können wir Politik einstellen, Diplomatie, Industrie, Produktion, Zivilbereich, Militär, Armee, Navy, Air Force, also Luftwaffe. Wir sehen Forschung. Und Spionage. So. Sagen wir mal, wir möchten ein bisschen Politik machen. Da gibt es hier wieder Unterfaktoren. Politischer Machtfaktor. Tägliche Legitimität. Was mir das eigentlich bringen soll, das weiß ich gar nicht. Was bringt uns denn die tägliche Legitimität? Was sind das für Auswirkungen? Ich weiß es gar nicht. Ich muss gestehen, ich habe gerade keine Ahnung, was die Legitimität bringen soll. Aber ich glaube, das ist für uns nicht wichtig. Ich glaube, das ist eher für andere Nationen wichtig. Zum Beispiel als Deutschland wäre halt Stabilität wichtig. Weil wir haben jetzt aktuell 84% Stabilität. Ja, das möchte man natürlich ein bisschen erhöhen auf, keine Ahnung, so 1000% Stabilitätsfaktor. Dann War Support auch mal auf 1000%. Ist natürlich völlig übertrieben. Ja. Es würde auch reichen, wenn ihr das geringer macht. Ihr seht auch, einmal klicken ist einmal. Steuerung Klick ist 10, Shift Klick ist 100 und Steuerung Shift ist 1000. So, okay, machen wir mal Stabilität auf 100. Wir können sogar unser Surrender Limit einstellen. Zum Beispiel, sagen wir mal, minus 10. Und was auch ganz cool ist bei der Mod, das ist wirklich genial gemacht eigentlich. Und zwar, wenn es grün ist, ist es positiv für euch. Und wenn es rot ist, ist es negativ für euch. Das ist super, weil manchmal ist man sich nicht ganz sicher, was heißt das jetzt. Ist es gut oder schlecht? Gut, bei zum Beispiel in Drift ist okay. Wenn es hoch ist, dann heißt, ihr driftet in diese Politik hier rein. Wenn es grün ist, meinte ich, und wenn es rot ist, dann driftet ihr halt nicht da rein. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel minus 96 Drift Richtung Faschismus. Wenn wir jetzt kurz bei Politik schauen, müssten wir eigentlich sehen, dass wir jetzt dann gleich Faschismus-Support verlieren. Ja, minus 60. So, jetzt haben wir keinerlei Faschismus-Support mehr, mit einem einzigen Schlag. So, jetzt möchte ich wieder, möchte mal wieder Faschisten werden, damit der Papa Adi an der Macht bleibt. Und jetzt wird er komplett faschistisch. So, relativ cool, oder? Es wäre relativ schön, auch wenn er eine kleine Nation spielt und sagt, ihr möchtet eine andere Politik haben. Maximales Surrender Limit, dann könnte man noch politischen Power Gain einstellen, zum Beispiel plus 3 am Tag, dann in dem Fall, wenn ich mich nicht komplett täusche, jawohl, plus 6,05 am Tag. So, dann schauen wir uns mal die Diplomatie an. Ja, dann sehen wir hier zum Beispiel, wie lange es dauert, Kriegsziele zu justifieren. Ihr seht, wie lange es dauert, bis Feinde ein Kriegsziel justifieren können. Das könnte natürlich auch ändern, dass sie weniger Zeit brauchen. Beispiel, das wäre jetzt hier instant. Wir können jetzt dann quasi instant hier fast quasi Krieg erklären. Dann, was gibt es denn sonst noch? Joining Faction Tension Limits. Okay, das heißt, jeder kann jetzt jederzeit eine Faction joinen. Wie viel Volunteer Tension Limit gebraucht wird, das kann man auch komplett reduzieren. Wirklich gigantisch, was man alles einstellen kann, ne? Mehr Volunteer Divisions, weil normalerweise kann man ja nur 3 oder 4 Divisionen schicken. Jetzt kann man dann in dem Fall 13 schicken. So, was gibt es sonst noch? Nichts Interessantes. Hier, schau mal Industrie an. Dann können wir jetzt hier einstellen, Global Building Slots Factor. So, jetzt ist es einfach mal um 500% erhöhen. Und dann müssten wir jetzt hier, wenn wir bauen wollen würden, müssen wir jetzt eigentlich dann mehr Bauplätze zur Verfügung haben. Jawohl, aber schon mal 25, das Maximum quasi. Mehr gibt es ja gar nicht. Außer ihr habt Mods installiert, die das erhöhen, dann müssten es auch mehr sein, weil die Modify GUI ja natürlich auch mit anderen Mods kooperieren kann. Ja, das ist eine Mod, die funktioniert mit allen Mods. Auch mit Road to 56, mit Millennium Dawn, die könnt ihr mit allen Mods nutzen. Resource Extraction Factor, da könnt ihr quasi einstellen, dass ihr mehr Ressourcen extrahiert, mehr Raffinerien. Dann Industry Free Repair, das ist die passive Reparaturgeschwindigkeit von Fabriken. Ihr könnt einstellen, wie die Baugeschwindigkeit ist. Ja. Aber sonst noch so Produktion.
Könnt ihr einstellen, logischerweise, wie man produziert. Also maximaler Effizienzfaktor, Efficiency Gain, Starting Efficiency, Military Factory Production Factor. So kann man sein Land halt wirklich krass hochpushen, ne? Mal kurz gucken, bei Produktion jetzt. Wir haben jetzt 33 Waffen am Tag. Maximaler Produktionsfaktor, also 803 Waffen am Tag, ne? Muss man nichts mehr zu sagen. Ist schon cool. So, dann haben wir noch einen Civil Factor. Monthly Population Growth. Wie viel soll unsere Bevölkerung im Monat wachsen? Consumer Goods Factor. Da brauchen wir natürlich möglichst viel Minus. Weil umso geringer das ist, umso mehr Fabriken habe ich dann zur Verfügung. So, jetzt habe ich hier alle... Also es wird keine einzige Fabrik mehr für Consumer Goods verwendet. So, die werden natürlich auch ziemlich schnell gebaut. Die sind nach 10 Tagen schon fertig. Was haben wir denn sonst noch? Minimum Export, Resistance Damage, dann bla bla bla. Compliance Growth, das wäre übrigens, wenn ihr Gebiete besetzt, wie schnell die mit euch zufrieden sind, wie schnell die euch in Anführungsstrichen akzeptieren. Unser Bevölkerungswachstum ist jetzt aktuell bei 500%, da übertreiben wir jetzt mal völlig, sofern das möglich ist. 5000%, so, 6000%. Das bringt uns jetzt ein monatliches Wachstum von 4,8 Millionen Zivilisten und 123.000 rekrutierbaren Soldaten. Man kann es ja auch übertreiben, oder? Ganz ehrlich. Gut. Non-Core Manpower kann man noch einstellen. Das heißt, wenn wir jetzt Gebiete erobern, die nicht uns gehören, hätten wir mehr Bevölkerung zum Rekrutieren. Conscription Factor, Core Manpower Gain, kann man alles einstellen. Maximale Core Manpower kann man erhöhen, scheinbar. Jawohl, Maximum 400, das ist auch relativ cool, ne? Dann schauen wir mal weiter. Bei Armee sehr, okay. Ja. Da können wir alles Mögliche erhöhen. Special Forces Cap Training Factor können wir verringern. Das heißt, wir können unsere Division quasi schneller rekrutieren. Müsste dann eigentlich ein paar Sekunden direkt fertig sein. Normalerweise. Da wir minus 400 haben. Oder auch nicht. Am 21. September 1934 ist die fertig angeblich, obwohl der Training Time Factor minus 400% ist. Oder habe ich das kaputt gemacht? Kann natürlich auch sein. 22. September. Jetzt geht gar nichts mehr. Ich habe es kaputt gemacht, glaube ich. Also schauen wir, wenn man... Ja, das ist natürlich schlecht. Machen wir minus 90% und minus 99%, ob es dann anders ausschaut. Ja, 10. Februar, okay. Also man darf doch nicht über 100% geben bei dem. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Dann, was können wir noch machen? Recovery Rate. Wir können unsere Organisation wahrscheinlich auch erhöhen. Wir können erhöhen, wie viel Prozent wir eingegraben werden wollen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt Verschanzungsbonus haben, dann steigt der nochmal deutlich an. So, Starting General Attack Level. Gut, da kann man sich quasi super Generäle pushen. Level 200, als ob das jemals funktioniert. Das will ich jetzt gerne sehen, wenn ich mir jetzt einen General rekrutiere. Oder ob das Spiel jetzt abstürzt. Das würde mich jetzt interessieren, ob die Generäle wirklich so krass übertrieben stark sind. Ja gut, das ist kein neuer General. Das ist einer, den ich schon hatte. Wir müssen einen neuen General rekrutieren. Ah, guck mal, er ist Level 0. Aber er hat 10, 10, 10. Schau mal. Er ist Level 0, aber er hat 10, 10, 10. Okay, wahrscheinlich Starting... Also das Maximum ist wahrscheinlich 10. Das heißt, ich empfehle euch da natürlich auch nur 10 von einem zu machen. Aber okay, auch das funktioniert. Dann schauen wir uns das nächste Mal, das wäre Navy. Navy Experience Gain, Naval Hit Chance, könnte quasi unsere Schiffe stärker machen. Auch hier können wir wieder die Generäle verbessern. Da Naval Invasion Capacity können wir erhöhen um 100%, das ist relativ nice. Navy Submarine Detection Factor, wir können Retreat Speed erhöhen. Wir können Convoy Rating Efficiency erhöhen. Alles ganz gut. Air Force genau dasselbe. Wir können die Air Range erhöhen, das ist relativ cool. Höhere Air Range heißt, dass wir unsere Flugzeuge quasi überall einsetzen können, mehr oder weniger. Ah, das ist doch mal eine beeindruckende Range plus 1000%, oder nicht? Schaut euch mal die Range bitte an. Wir können quasi die komplette Welt abdecken. Mit unseren Flugzeugen. Könnte eher Mission Experience gain, Penalty, alles mögliche einstellen. So, da haben wir noch Research. Da können wir den Research Speed Factor einstellen. Das heißt plus 100% in dem Fall. Wird dann da oben mit hinzugewiesen. Jetzt haben wir plus 86%. Das können wir weiter erhöhen, wahrscheinlich unbegrenzt, denke ich, weil es ein prozentualer Festwert ist, genau. Und dann können wir halt zum Beispiel sagen, okay, wenn man jetzt nicht zu viel cheaten will, aber auch nicht zu wenig, ne, können dann halt vor ein paar Tagen alles Mögliche durchcheaten. Können auch noch einstellen, wie viel Experience eure Armee bekommt, zum Beispiel, dass die 1900 Experience bekommen, am Tag jetzt, oder wie? Naja, Tatsache.
Ja, dann haben wir noch die Spionage. Decryption Factor kann man erhöhen. Agency Upgrade Time kann man verringern oder erhöhen, hä? Okay, auch interessant. Da können wir wie wahrscheinlich für feindliche Agenten entdecken, wie viele Slots wir von Spionen haben. Echt jetzt? So einfach ist das. Dann kreieren wir mal kurz eine Agency. Möchte das testweise mal ausprobieren. Ah, 0 von 10 Spionen, also 10 ist scheinbar das Maximum, die es gibt. Okay, aber auch das funktioniert wieder. Grundsätzlich nochmal die Information, die Mod natürlich nach eigenem Gewissen nutzen. Natürlich macht das einen gewissen Spielspaß aus, wenn man dann eine unbesiegbare Nation sich züchten kann mit bestimmten Mods oder Voraussetzungen. Aber natürlich wird das Spiel dann auch sehr, sehr einfach. Deswegen nutzt die Mod mit Bedacht, wie ihr wollt. Aber mir nicht Vorwürfe machen, wenn das Spiel nachher zu einfach ist. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Mod-Vorschläge habt, ab in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Mod oder einem anderen Projekt. Macht's gut. Tschüss.